Ganz aktuell, der Olympiaheld Peter Seisenbacher sitzt hinter Gittern, ist in Kiew verhaftet worden nach 200 Tagen Flucht. Wie spektakulär ist diese Festnahme jetzt? Was bedeutet das? Ja, das ist ein Riesenkriminalfall in Österreich und auch eine riesen persönliche Tragödie um Peter Seisenbacher. Wir dürfen nicht vergessen, Peter Seisenbacher war in den 80er, 90er Jahren des vergangenen Jahrhunderts einer der Sporthelden Österreichs, zweifacher Olympiasieger, und das bei den Sommerspielen. Das gab es eigentlich vor ihm noch nie. Und dieser Mann ist dann so tief gefallen, dass er 200 Tage lang auf der Flucht war und nun in der Ukraine in Auslieferungshaft saß. Konkret sind die Vorwürfe ja von drei Damen gestellt worden. Wie lauten die? Also Peter Seisenbacher soll sich an zumindest drei minderjährigen Judokerinnen vergangen haben. Das jüngste Opfer war 9 Jahre alt, als diese Missbräuche begonnen haben sollen. Und Peter Seisenbacher hat das alles immer zurückgewiesen. Und auch die Tatsache, dass er auf der Flucht war, bedeutet natürlich nicht, dass er schuldig ist. Also rein rechtlich gesehen gilt für die Unschuldsvermutung. Aber es gibt natürlich massive belastende Momente gegen ihn. Und dass er auf der Flucht war, das sieht auch nicht sehr gut aus für ihn. Letztes Jahr hätte es am 19. Dezember den Verhandlungstermin am Wiener Landesgericht gegeben. Da ist er nicht erschienen und da hat seine Flucht dann sozusagen begonnen. Wirft aber natürlich jetzt das Licht auf ihn, dass er schuldig ist. Na, schaut so aus. Ja, das kann man natürlich jetzt nicht sagen. Wie gesagt, rein rechtlich gilt die Unschuldsvermutung für Peter Seisenbacher. Aber er hat bis zum Tag vor seinem Prozess hat immer wieder bei seinen Anwalt ausrichten lassen, ja, ich stelle mich der Justiz, ja, ich komme. Er war damals Nationaltrainer der Judo-Nationalmannschaft in Aserbaidschan, in Baku. Und er hat gesagt oder mitteilen lassen, es gäbe auch eine Auslieferungsmöglichkeit aus Aserbaidschan. Daher können ja nicht untertauchen dort. Und dann am Tag des Prozesses, der Knalleffekt, die Anklagebank ist leer, der Anwalt in völliger Auflösung. Die Schöffen und der Richter und der Staatsanwalt sind alleine vor Gericht gesessen und es wurde dann ein weltweiter Haftbefehl erlassen. Es gibt ja momentan einen Auslieferungsantrag nach Österreich. Was glaubst du, wie lange wird das dauern? Das kann jetzt relativ schnell gehen, aber auch ein bisschen dauern, je nachdem, wie Peter Seisenbacher sich jetzt verhält. Geht er gegen dieses Auslieferungsbegehren vor, dann könnte es in der Ukraine einige Zeit dauern. Stellt er sich sofort der österreichischen Justiz, dann könnte es relativ schnell gehen. Du hast ihn ja selbst persönlich kennenlernen dürfen, unter Anführungszeichen. Wie würdest du ihn so beschreiben als Mensch? Ich habe Peter Seisenbacher bei mehreren Terminen getroffen. Ich habe früher auch über Judo berichtet, Judo-Bundesliga, und da war er Trainer von Samurai Wien. Peter Seisenbacher war ein sehr aufbrausender Mann, ein sehr bestimmender Mann, ein Mann, der es auch gewöhnt ist, dass man ihm gehorcht und bisweilen auch ein sehr unangenehmer Interviewpartner. Du warst ein angenehmer Interviewpartner. Vielen herzlichen Dank und damit zurück ins Studio.